1616 wurde das Haus zuerst als Schule errichtet, ab 1619 auch als Rathaus genützt. Neben Schul- und Gemeindezimmer waren im Haus während des Salzkriegs mit Scheibs von 1624 bis 1637 auch Salz- und Kornspeicher untergebracht. Das Rathaus diente im Lauf der Jahre unter anderem auch als Einstellplatz für Feuerwehrgeräte und die Marktkalesche, eine einspännige Kutsche, der Keller als Kerker, dem sogenannten Gemeindekotter. Heute befindet sich im Erdgeschoss ein Bürgerbüro und die Rathausbibliothek, im ersten Stock das Büro des Bürgermeisters und der Trauungssaal und im obersten Stock der Sitzungssaal für den Gemeinderat mit allen Bildern der Bürgermeister von Burgstall.